Guten Morgen, herzlich willkommen, seid gegrüßt, liebe Leute, neue Runde hier vom LS22 auf der nordfriesischen Macht. Natürlich auf dem Sonntagmorgen, Sonntag, der erste Advent in 3 Wochen ist Weihnachten. Ja, schönen ersten Advent sei gewünscht. Auf YouTube sind wir schon wieder 2 Tage weiter, ne? Schönen Dienstag auf jeden Fall, moin moin. So, gerade erst gestartet, war selber ein bisschen knapp dran hier. Shelly ist immer noch, ja, ne? Es liegt eher flach, geht aber noch sozusagen, aber. Warte mal, schnell noch mal eine Ladung Holz aus dem Schuppen hole, ne, damit sie gleich den Kaminofen anmachen kann. Schön Feuer, ein bisschen warm und so weiter und so fort. Ja, einmal schnell mal den Holzkorb voll gemacht. Ne? Also guten Morgen, liebe Leute. Moin, moin. Geht ja auch noch, ne? Ist erst 4:50, passt schon. Ja, bei mir die Stimme auch so ein bisschen, aber es war eigentlich auch zu erwarten. Wir haben Freitag hatten wir den ganzen Vormittag in der Schule an der Bastelarbeiten gemacht und Schule, Kindergarten und so weiter und so fort. Könnt ihr euch vorstellen, sind ja immer so Bakterien, Viren und was auch immer Herde. Weil man sowieso schon vorher leicht angeschlagen ist, dann ist danach sowieso Ende, so ungefähr, ne? So, jo, was machen wir Schönes? Ich würde sagen, arbeiten. Wie ungewöhnlich. Weiß nicht, ob das hier noch funktioniert. Vielen Dank für den Raid. Was sehe ich gerade, ne? Tom, vielen, vielen Dank. Für den Raid, moin, moin, guten Morgen. Die Frühschicht, die schon irgendwie nachts anfängt. Moin, 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 vielen, vielen Dank für den Raid. Seid gegrüßt. Schönen ersten Advent auch gewünscht. Gut, ja, im Titel steht. Ach, genau, warte mal. Och, ernsthaft. Guckt euch mal an, wie viel Strecke er nicht mehr geschafft hat. Mangels Düngererscheinung. Ich habe auch leider immer noch nichts beim Rinderhof, ne? Wird man relativ schnell natürlich im zeitsparenden Bestandsmod sehen. Na. Sound eigentlich leiser heute. Let it check. Wir wollten. Ja, es geht zu Ende. Dünger, ne? Mineraldünger. 97.000 haben wir nur noch. Das werden wir wahrscheinlich auch weg ansehen. Ne? Durch unsere Ansaat kriegen wir wahrscheinlich 97.000 echt weg. Relativ viel Mist. Aber ich schaffe jetzt nicht noch groß vorher auf vielen Feldern eine Grunddüngerschicht raufzubringen in Form von Mist. Das wird, glaube ich, eher nichts. Obwohl es cool wäre. Ne? Der Düngerhersteller hat nur noch 88, das Multisilo am Hof hat noch 8.000. Ja, diese... Guten Morgen, mal moin. Wie viel Eier der große Hühnerschall bringt? Nee. Du? So genau habe ich das alles ehrlich gesagt nicht ausgetestet. Wie viel Ei bringt jetzt ein Huhn und nee, ist nicht hochgerechnet. EDV Schlumpf, danke für den Prime am 16. Vielen, vielen Dank. Guten Morgen. Ja, das hatte schon mal jemand geschrieben. Du musst im Shop wahrscheinlich in Palettenform kaufen, oder? Oder halt so ein praktisches Silo von mir. Da kannst du ja direkt einkaufen. Ne? Also das ist ja im Mods-Pack mit drinne unter Container. Und da gibt es ja von mir diese 3 hier. Ne? Einmal für, was weiß ich, einmal für Dünger, einmal für Kalk, einmal für Saatgut. Ist natürlich kein pauschales Schnäppchen. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, braucht man auf der Wild West auch keine pauschalen Schnäppchen. Da kann man mit diesen Miss XXL übertrieben krassen großen Missionen, die wir selber ja auch machen, sehr, sehr viel Geld verdienen, so dass das, glaube ich, tragbar ist, dass man ein paar Euro mehr für Dünger ausgibt. So, Silo leeren ist eigentlich egal, ne? Können wir aus dem Silo ein bisschen was rausholen. Ich hatte das doch so schön definiert letztens, oder? Genau, guck mal, Seemaschine 1, Seemaschine 2, Seemaschine 3 versteckt sich hinterm Baum. Da ist er. Nächster. Der ist auch gleich fertig. Ja gut, ne, Stimme, ich muss auch erstmal viel Kaffee, glaube ich. Danke gleichfalls, auch schönen ersten Advent gewünscht. Ja, dann wir wollen heute unseren Ansaatplan so weiter verfolgen. Haben wir hier auf jeden Fall den Arbeitsplan. Das ist alles noch auf der To-Do-Liste. Wir sind gerade im End. Im Weizen, danach kommt Gerste. Ja, meine Güte, Stimme nervt ja super doll gerade.
Geld ist ein bisschen vorhanden, aber nicht richtig viel. Weiß auch gar nicht. Und Thomas ist vielen Dank für den Prime im 11. Monat am Start. Vielen, vielen Dank auch für deinen Support im 11. Monat. Danke, vielen Dank, Leute. Ich glaube, ich muss mir gleich erstmal die Fußmammas organisieren. Sonst ist die Stimme so dunkel. Hört sich ein bisschen anders an, denn vielleicht, ne? Für die, die nicht gucken und nur hören, denken, wer streamt denn da? Oder ein paar Weintrauben, vielleicht helfen die auch. Ja, unser Mister, der kann ja beides, ne? Der kann auch Mist streuen. 24 Meter Arbeitsbreite. Und den habe ich nämlich gar nicht mehr. Den haben wir noch. Da ist aber auch Kalk drinnen, ne? Und der arbeitet aktuell ja auch im Kalk. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Dünger, den wir jetzt aktuell haben, nicht reichen wird für die Aussaat. Dass wir nachher da hängen, so in 2, 3 Stunden und merken, oh, kein Dünger mehr da. Brauchen wir eigentlich hiervon noch einen zweiten, ne? Der dann einfach ein bisschen Mist streut. Weil jede Ladung Mist, die wir ausbringen, hilft uns da meiner Meinung nach so ein bisschen weiter. Guten Morgen, guten Morgen. Flüssigdünger als Grund ausbringen vorher, ist das so gut? Weiß es nicht. Mit dem hier sozusagen Flüssigdünger, ne? Da ist noch Herbizid drin. Könnte auch die Giftspritze nehmen. Aber wie. Ne, weiß ich gar nicht. Wie macht man das denn? Da stellt man denn auf minimal einfach Ausbringmenge aus und dann gib ihm oder wie? Hier ist nichts drin, oder? Doch, hier ist Herbizid drin, ne? Ist auch Herbizid drin, wo wir es auch aktuell eigentlich fast nur mit der ausbringen. Und Flüssigdünger war doch auch da, ne? Es ist eine Idee, finde ich, weil der auch Arbeitsbreite hat und auch ein bisschen was schafft. Marco Schauderwels, danke dir für den 12. Monat. Vielen, vielen Dank für den Substufe 1. Vielen, 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 vielen Dank für den Support, liebe Leute. Damit haben wir doch vielleicht noch einen kleinen Hype-Train hier. On the road. Das kenne ich, Pascal. Krass, oder? Aber das möchte ich ja gar nicht. Vielleicht, dass das nach der Aussaat fertig ist. Wir werden das wahrscheinlich, klar, zum Ende hin dann auch so machen müssen. Weil wir keinen Dünger mehr haben. Ja, bis dahin. Der Christian, danke dir. Auch für 5 Subs an die Community. Am Adventssonntag hier wird gegönnt. 25, 75 insgesamt. Vielen, vielen Dank für den für 5 Subs an die Community. Danke, 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 Christian. Vielen, vielen Dank. So. Wollen wir noch schnell voll machen. Dann können wir eigentlich auch noch schnell ein bisschen Saatgut auffüllen, ne? Weil der will ja gleich weiter. Da eigentlich nicht. Ja, okay. Ja. War so nicht ganz gewünscht. Jetzt haben wir deutlich mehr Saatgut mit als Dünger. Ja. Schicken wir zurück zu 59. Übergeben. Letzter müsste klappen. Es ist nur noch ein paar Meter zu tun, ne? Den schicken wir auch einmal zum Hof, einmal auffüllen. Merkt man schon, wir kommen gleich zu dem anderen. Saatgut steht noch an der Ecke. Das da bloß hin. Bin ich wieder im.
Ist aber eine Maßnahme, ne? Weil hier gerade relativ viel Platz ist in dem Gespann, da eben zu machen. Die Forschung auch noch mit 100 Bits hinterher. Danke dir. Vielen, vielen Dank für nochmal Support. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank. Das dauert wieder einen kleinen Augenblick, bis hier erstmal alles läuft. HSV-Fan-Frankie donatet 1000 Bits. Auf die Schulter. Danke dir. Vielen Dank für 1000 Bits. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, so rollt man ab. Man schwer stürzt. Ja. Aber mittlerweile geht es eigentlich wieder, ne? Also das Schlimmste ist überstanden, würde ich behaupten. Bei jetzt bei den ganzen Arbeiten der letzten Tage, ein Kubikmeter Schneeschaufel, wir haben auch immer noch das nicht geschafft, bei Insta oder hier bei YouTube nochmal einen Short hochzuladen von meinen Schneearbeiten. Bei unserem Schnee-Iglu. Aber kriegen wir noch hin. Ist noch da, ne? Noch friert's bei uns. Ziemlich kalt auch in der Nacht wieder gewesen. Und es soll auch noch kalt bleiben. Morgen soll man wieder Schneenachschub kriegen und dann soll es langsam wärmer werden, ne? Aber ich glaube, das Schnee-Iglu, das bleibt. Mal gucken, ob das, wie lange das steht. Müssen wir eigentlich später jeden Tag ein Foto von posten. Ne? Wie ist denn langsam? Na, das ist eigentlich eine Idee, so ein Zeitraffer-Video nachher draus zu machen. Jeden Tag ein Foto. Mal gucken, wie das Schnee-Iglu dann Weihnachten aussieht. Danke dir, Graf Henry, auch für 100 Bits. Vielen Dank, liebe Leute, für euren Support. Guten Morgen. Schönen Advent gewünscht. Danke fürs Einschalten. Endlich kommt das Zeug hier mal weg, ne? Noch. Wieder nicht stark genug. Warmes Trinken ist gut. Aufgeräumt. Guten Morgen. Oh, jetzt noch einen kleinen Schwung Dünger. Da müssen wir die eigentlich auch umstellen auf Gerste. Und dann mal gucken. Unser Arbeitsplan sagt, ne? Hier ist kein Dünger mehr drin. Und der Zug fährt los. Vielen, vielen Dank. Uns fährt der Zug noch, bei der Bahn nicht, ne? Vielen Dank für den Support, die Leute. Ein paar Emotes, damit wir im nächsten Monat sehen, welche Emotes oft genutzt worden sind von euch. Vielen, vielen Dank. Guten Morgen, schönen ersten Advent gewünscht. Ersten Advent gewünscht. 43 steht hier oben als nächstes auf dem Plan. Ich würde auch sagen, dann ja, arbeiten wir den mal ein bisschen stupide ab. Wenn wir so viel nachdenken, ne? So, 43. Haben wir noch nicht. Egal. Wo wir gerade am Hofladen vorbeikommen, liebe Leute. Wir haben hier noch eine neue Position. Platz. Und den habe ich ja, ne? Den habe ich hier vorne sogar stehen. Da können wir ganz entspannte Palette rübertragen. Aber so viele andere Zweige noch gar nicht aktiv. Aber den können wir dann gleich aktiv nehmen, ne? Haben wir jetzt in Zukunft hier ein bisschen Honig im Hofladen. Vielleicht auch oft hier auf aktiv schalten, damit wir da auf Bargeld, ne, die Geldkassetten sich besser füllen. Dann auch die zweite Palette schnell rübertragen. War noch nicht ganz voll, aber ich glaube, das lohnt sich. Achtung, Autosave im
Ja, guck mal, 3.500. So, da haben wir das schon mal. Ich muss hier rüber zum Aktivieren. 17.000 Bargeld haben wir schon wieder am Start. Obwohl wir nicht so viele Zweige aktiv haben, ne? Kirsche fehlt hier, Mirabellen, Pfirsich, Honig. Da müsste ich doch eigentlich sowas wie Kirsche, Pfirsich noch haben, oder? Aber ist erstmal nicht so schlimm, wir haben ja erstmal einen ganzen Teil Produkte da. Honig wird auch nur 50 pro Stunde verkauft, dafür gibt es 150. Oh, wir nicht anders zu erwarten, ist ja fertig. Darf ich nochmal kurz überlegen. Dass wir den auch mit nach oben schicken. Also der nächste Job ist seiner. Ach heute, da müssen wir auch mal weiterkommen. So, warte. 44. Ja, Marina. Vermisst du, oder? Ich habe tatsächlich gerade eben geguckt vorm Stream oder eigentlich schon im Vorschau-Stream-Bild. Dann habe ich auf die Schnelle, aber nur, ich weiß nicht, das ist, ich habe ja zwischendurch meine Festplatten irgendwann aufgeräumt und ich vermute, dass es einem anderen Ordner war. Habe nämlich gefunden tatsächlich Kerze 2, 3, 4, aber ich habe Kerze 1 nicht gefunden. Da dachte ich, ja Mist, das wird jetzt auf die Schnelle heute Morgen auch nichts mehr. Ich war ja eh schon ein bisschen später, hast du gerade nicht gekriegt. Shelly hatte noch gebeten, dass ich noch schnell einen Korb voll Holz aus dem Schuppen hole, damit sie jetzt den Ofen anmachen kann. Ist leicht am Rumkränkeln, ja, hoffen wir mal, dass nicht zu schlimm wird und die nächsten Tage nicht komplett flach liegt. Aber wie ich auch gerade eben schon mal sagte, wiederhole ich jetzt nochmal kurz für die, die es schon, ne? Wir waren ja am Freitag in der Schule den ganzen Vormittag, haben Laubsägebastelarbeiten gemacht mit der ersten, zweiten Klasse sozusagen. Das angeboten als Eltern da aktiv beteiligt und die Kinder bespaßt. Und wenn man den ganzen Vormittag da irgendwie in der Schule ist, das, ne, geht nicht komplett spurlos an einem vorbei. Gar nicht, was die wilden Kinder angeht, sondern eher was den Gesundheitszustand angeht. Ne? Weil aktuell, es geht da rum, jeder keucht und fleucht und so weiter. Und naja, ja, gestern hatten wir Kindergeburtstag, gestern waren wir bowlen mit unserem Sohn und seinen Geburtstagsgästen. Und ja, war nicht ganz unanstrengend die letzten Tage, muss man sagen. Man hört es bei meiner Stimme auch so ein bisschen. Erstmal leicht Hals und zweitens musste man natürlich gestern auch bei den Kindern häufiger mal Bescheid sagen, dass die sich beim Bowlen, ist doch hier Flüssigdünger, dass sie sich ordentlich hier verhalten, ne? Magen-Darm, ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt, danke, aber irgendwie recht Hals, Husten, Schnupfen, Eiserkeit. Guten Morgen, guten Morgen. Also kommt die Kerze wahrscheinlich erst am zweiten Advent. Können es ja kurz testen. Ich finde, wir haben theoretisch auch genug Mist zum Mist streuen. Ne? So ist es nicht. Wir sind im September, wäre auch Zeit, um Mist zu streuen. Aber wir müssen auch ehrlich sagen, ich kann hier nicht 27 andere Sachen noch vorher machen, weil es ist schon 15 Uhr. 43, 44, danach wäre 46 dran. Ist da oben in der Ecke. Ach so, 43 ist ja eigentlich zusammen mit 49. Das haben wir so ja auch noch nicht gemacht. 43, 49, das kann eigentlich gelöscht werden, was wir da haben. Das haben wir erst neu so zusammengelegt, ne?
Was ist das denn? Kurseditor, Hilfe. Ich noch nie benutzt. Aber da sehen wir halt, ne, das ist ja dieser Kurs hier ist hinfällig. Den können wir gleich löschen. Ich meine, die Spritze ist relativ schnell unterwegs, ne? Oh, der muss auch mal losfahren hier. Du auch. Da müssen wir nämlich gleich pressen. Hier dauert es noch einen Augenblick. Wird auch wahrscheinlich sogar noch mal leer werden vorher. Feld 19 ist ja das letzte noch mit Weizen. Der macht gerade nichts. Der ist auch fertig mittlerweile. Das ist noch mal schön. Also, 44. Was ist er denn hier? Ach, da steht er schon wieder im Weg. Machen wir gleich. So, also wir gucken mal kurz. Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert. Also ich kann jetzt ja hier nur so auf gut Glück Dünger ausbringen, ne? Automatische Ausbaumenge deaktivieren. Dieser Info hat nervt. So, aber besser gucken. Also automatische Ausbaumenge aktivieren. Und also hier wäre mein Ziel für optimaler Boden oder was? Also bei Gerste, wissen wir, brauchen wir relativ viel. Ne? Wie viel würdet ihr pro Hektar ausbringen? 50 Kilo auf einen Hektar? Wie sind denn so die Zielwerte? Also beim Gerste würde ich sagen, sind die Zielwerte fast genauso wie beim Weizen. Das tut sich, glaube ich, nicht viel. Aber vom Bodentyp her, das entscheidet natürlich schon auch so ein bisschen die Bodenbeschaffenheit. Das kann man natürlich jetzt nicht berücksichtigen. Ja, ist es nicht. Der hier ist es, ne? Der ist ja schon im grünen Bereich. Manchmal im orangenen, im dunkelgrünen Bereich. Also bei 100 ist er immer 80 auf dem. Ja, also mit 60 oder so laufen wir schon gut, ne? Dann haben wir einen orangenen Wert. Verbrauchen wir nicht mehr so viel beim Aussehen. 80, sagt Pascal. Ja, hätte ich jetzt also 60 bis 80 hätte ich jetzt auch gesagt. Von seiner Mitte bei 70, dann bleibt auch noch ein bisschen für die Sämaschine übrig. So. Und die Spritze, wir müssen ja auch gucken, wie häufig die Spritze dann leer wird. Ne? Das wird halt so eine Kombination jetzt aus beiden. So, zwei Vorgewände mit dem. Ein Schaf, ja, passt schon. Dann brauchen wir eigentlich noch eine zweite Pantera, glaube ich. Kurs speichern. Und irgendwie spritzen, ja. F 41, 49. Spritzen mit 41 Meter sind das im Endeffekt, ne? Müssen wir gleich mal gucken, ob das was bringt oder nicht. MV Gaming, danke für den Prime im 12.10. Vielen Dank fürs Einschalten. Moin Moin. Ja, ich weiß, dann fahrt ihr halt ohne Dünger in der Sämaschine. Das macht auch Sinn. Das ist alles irgendwo sinnvoll. Die zwei Arbeitsschritte braucht man so oder so. Wir haben nur auch sehr, sehr viel. Hier können wir auch die ganze Düngerstreuerflotte später rüberfahren lassen, aber kann man so oder so machen.
Da gibt es kein pauschales richtig oder falsch. Das sind einfach nur die unterschiedlichen Bearbeitungsarten. Ja, die ist doch, die ist gut schnell. 70 bringen wir jetzt hier aus. Da wird zumindest aus dem bösroten wird ein Oranger. Und hier finde ich, können wir jetzt leichter mit dem Tank, der da hinten irgendwo rumsteht, an der XL-BGA, da steht auch ein LKW mit Tankanhänger, dass wir mit dem einfach Flüssigdünger auffüllen und der Spritze hinterherfahren, muss er auch. Und das ist ein schneller Arbeitsschritt und immer ein bisschen was anderes. So, noch kurz Pause. Dann könnte man auch gleich überlegen, ob wir die beiden... Oder hier irgendwie so ein Pütscherrest an Gärresten mit. Wir könnten halt auch überlegen, ob wir danach einfach die beiden Sämaschinen in Kombination lassen und Versatz ansehen, ne? Nachdem wir das erste Feld jetzt gleich vorgedüngt haben. Zack, hinterher mit dem... Das passt auch, wie Karin das sagt. Wie gesagt, da gibt es so viele Wege, die nach Rom führen, ne? Das Ziel ist ja bei allen gleich, ein optimal gedüngtes Feld zu haben. Und wie man da hinkommt, ob man jetzt noch Mist ausstreut vorher oder Gülle vorher macht, ob man dann ansät, dabei alles macht und so wie ich jetzt bisher die Sämaschine immer mit Dünger wieder komplett voll mache. Ich habe nur das Gefühl, dass der Festdünger aktuell nicht reicht. Da wir noch sehr, sehr viele Hektar Roggen, Dinkel, Gerste und so anzupflanzen haben und bei all diesen Früchten eine Menge Dünger drauf. Wir haben es beim Weizen ja auch gesehen. Da müssen wir ständig die Sämaschinen auffüllen. Und deswegen denke ich, macht Sinn, dass wir jetzt unseren Flüssigdünger auch mal dafür verwenden. Weil man kann auch noch in 3 Monaten, ne, also ich kann den Weizen und die Gerste könnte man ja auch im Frühjahr noch düngen. Das ist alles möglich. Hauptsache vom Sommer. Oder eigentlich mit britischem Farming kann man ja sogar sagen, Hauptsache vor der Ernte, ne? Ist eigentlich fast egal. Deswegen, wir machen das jetzt mal so mit der Spritze. Das ist mal eine andere Art, finde ich. Wir bringen jetzt einen Grund mit der Spritze aus. Wir können es auch mit dem Miststreuer machen. Aber den muss man Hammer auf, glaube ich, auffüllen dann, ne? Gülle mit Schleppschlauch, weil Gülle brauchen wir meistens noch überall. Mist haben wir ziemlich viel aktuell tatsächlich. Deswegen, das wäre mit Mist durchaus denkbar gewesen. Aber wir sind am Ende der ersten Folge, Leute. Kurze Pause, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank und tschüss.